Yo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video mit mir, dem Simon, eurem Gamer Brother. Und wir sind zurück. Wir machen heute natürlich wieder einen Footdraft. Ich habe gesagt, zwei Footdrafts pro Woche bekommt ihr und deshalb kriegt ihr es auch wieder. Ihr habt es euch so gewünscht. Deshalb machen wir auch weiter. Wenn ihr bei diesem Footdraft mal wieder mit den Likes ausrasten könntet, wäre das auf jeden Fall richtig, richtig fresh. Denn ich kann mal was vorwegnehmen. Demnächst wird mein eigener Merch-Store endlich released werden. Ich werde nämlich zu Shirtube gehen. Da sind auch viel FIFA und FIFA Golds United und Pro Owns, wenn ich mich nicht täusche. Und auch viele andere YouTuber, die, denke ich mal, kennt. Marcel Scorpion, Visca Barca. Da kann ich dann da auch auf der Gamescom-Bühne chillen, etc. pp. Wir machen noch ein Fotoshooting. Es wird richtig, richtig geile Sachen geben. Also freut euch darauf schon mal. Und wenn ihr Bock auf den Merchandise habt, wie gesagt, dann droppt mal ein paar Likes. Rastet mal richtig aus. Würde mich übertriebenst freuen. Ich denke mal, in drei Wochen, spätestens einem Monat, werden wir da mit allem fertig sein. Ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und ihr könnt ja mal so schreiben, was ihr vielleicht noch Ideen für Motive hättet. Irgendwelche Insider aus meinen Videos, die auf jeden Fall auf ein T-Shirt bzw. Pulli, ich glaube, was haben wir? Ich glaube, Pullis, T-Shirts, Hoodies, also Pulli mit Kapuze. Wir haben Tanktops, dann gibt es noch Collegejacken, etc. pp. Also da haben wir eigentlich relativ viel zur Auswahl. Wenn ihr da noch irgendeine Idee habt, denn ich bin, was sowas angeht, nicht so kreativ, das machen dann eher die Designer, dann schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare. Ich persönlich freue mich da richtig drauf, da endlich meine eigenen Merch-Sachen in den Umlauf zu kriegen. Der ein oder andere, der Shirtube kennt, weiß, die Sachen sind da wirklich qualitativ hochwertig und kosten auch nicht so viel Kohle. Also könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen, wenn das fertig ist, oder einfach mal so auf die Seite gehen und gucken, was die anderen YouTuber da haben. Ist auf jeden Fall richtig fresh. Und wie gesagt, schreibt mir dann einfach mal ein paar Vorschläge. Ich würde sagen, wir machen jetzt heute mal wieder ein Footdraft. Und ich habe mir was Besonderes überlegt. Und zwar machen wir heute ein Champions League Halbfinal-Footdraft. Das heißt, wenn wir einen Spieler von Bayern, Atletico, Real Madrid oder Man City bekommen, müssen wir den auf jeden Fall nehmen und bestmöglich dann auch eine Startelf nur aus diesen vier Vereinen haben. Wird, denke ich mal, relativ schwierig, denn von Atletico bekommt man eigentlich nicht so häufig Spieler. Jetzt außer vielleicht Godin, Griezmann und Juan Fran bekomme ich noch relativ häufig. Deshalb müssen wir da einfach mal schauen, dass es relativ nice wird. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier auch aufs Draft, machen eine neue Teilnahme und dann schauen wir mal, was wir für eine Formation nehmen könnten. 4-3-2-1 ist eigentlich auch relativ nice, aber ich glaube, um einfach relativ safe zu gehen, was die Links angeht, nehmen wir hier mal das 4-3-3 offensiv und schauen wir mal, was wir für einen Spieler bekommen. Und wir haben einfach mal direkt keinen einzigen Spieler, der hier noch aus einem Champions League Halbfinal ist. Barcelona und Juventus in der letzten Runde rausgeflogen. Ich überlege gerade, man könnte theoretisch Messi nehmen, weil wir dann hier irgendwie in die Liga BBVA gehen könnten. Oder halt Sanchez, wenn wir vielleicht vorne Aguero bekommen. Deshalb gehe ich erstmal mit Sanchez. Einfach mal, damit wir hier einen neuen Spieler haben und nicht immer nur Messi. Ihr wisst Bescheid, denke ich mal. Und schauen wir mal, wen wir bekommen. Im Sturm bekommen wir wieder keinen Champions League Halbfinalisten. Aber wir bekommen den 99er Aubameyang. Deshalb nehme ich einfach den mal dann, wenn wir ihn von der Bank bringen oder so. Schauen wir einfach mal. Und jetzt bekommen wir zum Beispiel einen aus dem Champions League Halbfinale. Ist doch mal was. Und zwar den 89er Bale. Hat auch, denke ich mal, mehr Sinn gemacht, da jetzt am Anfang nicht Messi zu nehmen. Denn man bekommt Bale schon relativ häufig, würde ich sagen. Machen wir weiter. Und da bekommen wir Thiago, ein Spieler, der definitiv noch im Champions League Halbfinale am Start ist. Also, da haben wir doch schon mal einen. Dann hier bekommen wir keinen. Können wir chemiemäßig aber ihn hier, denke ich mal, nehmen. Der ist ganz gut, dieser Barragan. Dann haben wir hier schon mal ein bisschen Chemie. Ist auch Spanier. Ich denke mal, das passt. Ich hoffe einfach, dass wir noch Benzema oder so bekommen. Nehmen wir hier Ruiz. Passt auch, weil er Spanier ist, von der Chemie ganz gut. Und hier bekommen wir Benatia. Den müssen wir dann auch definitiv nehmen, weil er eben im Champions League Halbfinale dabei ist. Casillas, Leno, Cech, Buffon. Da, ja, wäre eigentlich Leno ganz cool, wenn wir in der Bundesliga bleiben. Ich denke mal, ich nehme Leno, weil Casillas macht jetzt hier nicht so viel Sinn. Es sei denn, wir bekommen dann noch einen zweiten Spanier. Deshalb nehme ich erstmal Leno. Ich hoffe, dass wir noch einen Liga BBVA Keeper auf der Bank bekommen. Warum gehe ich jetzt schon zum Keeper? Scheiß drauf, okay. Ich nehme jetzt hier einfach mal Butland, denn falls wir dann doch noch in die Barclays Premier League gehen, muss ich mal schauen. Okay, machen wir weiter mit dem Linksverteidiger. Ich bin irgendwie schon direkt zum Torwart gegangen. Das war so ein bisschen dumm. Della Bella aus der Liga BBVA. Oder, ja, Barclays Premier League haben wir nicht. Dann nehme ich Della Bella. Della Bella, der Name ist schon mal geil. Wir bekommen den 89er Müller. Okay, das ist richtig nice.
Da haben wir schon mal den richtig guten Spieler. Götze bekommen wir auch noch. Den müssen wir natürlich dann auch nehmen. Okay, sehr schön. Dann haben wir hier schon mal ein paar richtig nice Spieler, Alter. Das gefällt mir. Das ist hier schon mal richtig nice. Okay, und dann machen wir jetzt mit der Bank weiter. Ich hoffe, wir bekommen vielleicht auch noch einen von Man City. Sonst wäre das ein bisschen bitter. Robert Huth. Vielleicht noch Chemie-mäßig. Trippier, Ginter. Oder Ginter halt für die Chemie. Dann nehme ich, glaube ich, lieber Ginter für die Chemie. So, machen wir weiter. Piqué in Form. Ah, den dürfen wir gar nicht nehmen. Die sind da rausgeflogen. De Marcos in Form hätten wir noch. Alderweireld, oder wie man den auch immer ausspricht. Das Typ ist richtig crazy. Balanced. Ja, was auch immer. Okay, wir haben schon einen Linksverteidiger aus Spanien. Einen Rechtsverteidiger aus Spanien haben wir auch, aber der Marcos ist halt in Form. Deshalb nehmen wir den jetzt einfach mal mit, weil wir den noch brauchen. Krychowiak. Wäre eigentlich ganz nice. Nehmen wir den mal. Wenn wir da doch noch irgendwie auf der spanischen Seite was machen. Okay, hier werde ich definitiv Mahrez nehmen. Einfach, weil dieser Spieler krank ist. Ich meine, sonst hätten wir eh keinen nehmen können. Okay, Alter. 94er Suarez, 93er Striker Ronaldo, 92er Lewandowski. Die Frage ist jetzt, nehmen wir Lewandowski oder Striker Ronaldo? Und ich glaube, ich nehme Striker Ronaldo. Einfach aus dem Grund, weil es hier perfekt passen würde, wegen Bale. Und, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich nehme Striker Ronaldo. Den dürfen wir ja sogar nehmen. Okay, nice. Ich hätte auch ziemlich gerne Lewandowski genommen, aber es macht jetzt hier einfach chemietechnisch mehr Sinn. Okay, sehr schön. Wenn wir jetzt noch vielleicht irgendwas anderes Gutes bekommen. Ah, hier macht es jetzt wenig Sinn. Ich nehme einfach mal Insigne. Den können wir dann vielleicht noch von der Bank bringen. Aber Striker Ronaldo ist schon mal ganz cool und wir bekommen einen Spieler von Manchester City und zwar Sterling. Den packen wir mal dann hier hin. Auch wenn es jetzt hier chemietechnisch nichts bringt, würde ich hier Demarcus machen. Ich glaube, hier können wir Ginter hinstellen für, ja, 5 mehr Chemie. Okay, das ist doch schon mal was. Nice, wir haben ja immer noch 4 Spieler. Wir können ja da nochmal schauen, ob was gibt. Di Maria, die sind rausgeflogen. Alcacer, ja, bringt uns chemietechnisch. Könnte uns das auch nicht weiterbringen, weil wir Thiago da auf dieser rechten Seite lassen müssten. Mertens, ah, ich weiß nicht. Di Maria ist auch ganz cool. Ich überlege gerade, ich glaube, ich nehme Alcacer, vielleicht, falls wir da noch mal was umstellen. Okay, jetzt haben wir hier Silberspieler. Was ist mit ihm? Er sieht nicht ganz nice aus. Pedro. Okay, ich habe gerade Raupedo gelesen. Alles klar, Simon. Raupedo. Nehmen wir einfach mal mit. Und was haben wir noch? Wir haben einen Atletico-Spieler. Und zwar Gamez. Den müssen wir dann auch in die Startelf packen. Zack. Und dann nehmen wir unseren letzten Spieler und wir bekommen Antoine Griezmann. Sehr nice. Wir bekommen zum Abschluss nochmal einen Spieler, der hier sogar relativ gut passt, weil wir nochmal einen Spieler bekommen aus unserer Challenge. Das heißt, wir haben zumindest von jedem Verein jetzt hier einen Spieler mit am Start, oder? Warte mal. Wir haben einen Bayern-Spieler, wir haben Real Madrid-Spieler, wir haben Man City-Spieler und wir haben Atletico-Spieler. Okay, doch, passt. Die Frage ist, wenn wir ihn hier hinstellen, bekommen wir sogar noch ein bisschen mehr Chemie. Wenn wir die tauschen, minus 6 Chemie. Okay, kacke. Die Frage ist, wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf die rechte Seite dann zum Beispiel den Marcos stelle und dann hier, ne, okay, das zieht nur Chemie ab, okay. Ich überlege gerade, ob ich hier noch irgendwas ändern könnte. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Es sieht aber eigentlich auch so relativ nice aus. Die kommen sowieso alle auf 10 Chemie. Dann stelle ich Müller lieber eins nach vorne. Wobei, ich stelle Götze, glaube ich, lieber eins nach vorne. Wir werden auch, denke ich mal, noch was wechseln oder so. Oder wobei, wenn wir Götze tauschen, kriegt Ginter noch mehr Chemie? Oder wie ist das? Nee, passt auch. Okay. Insigne, Sanchez. Ich nehme Sanchez auf jeden Fall noch mit auf die Bank dann für De Marcos, weil ich denke mal, da brauchen wir keinen mehr. Alcacer brauchen wir nicht, wir haben immer noch ein 85er Rated. Und jetzt kommt es natürlich noch auf den Manager an, dass wir hier noch was Geiles bekommen. Barclays Premier League Spanier. Okay, der wird uns einen Chemiepunkt geben, der auch. Der gar nichts, okay, der auch nichts und der auch nichts. Dann nehmen wir den Martinez hier. Okay, von der Chemie ist es nicht ganz so geil. Trotzdem haben wir zumindest von jeder Mannschaft einen Spieler bekommen. Und das ist eigentlich relativ nice, denke ich mal. Ansonsten haben wir noch Striker Ronaldo. Und das ist schon sehr, sehr geil, dass wir den hier am Start haben. Noch den 89er Müller. Auch sehr fresh. Und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein nices Team. Wir haben hier was relativ Freshes zusammenbekommen. Und ich würde sagen, dann starten wir auch in unser erstes Spiel rein. Let's go. So, Freunde, let's go in die Partie. Und der Typ hat Striker Bale am Start. Den 89er Man of the Match Griezmann. Oder Griezmann.
Toti Pogba, okay, viele Informs. Das Team ist auch relativ nice. Er hat noch Varane Man of the Match, den ich ja sogar gezogen habe dieses Jahr. Ist leider nur nicht auf YouTube gelandet, das Video. Trotzdem, er hat ein nices Team und wir schauen einfach mal, wie das wird. Ich bin gespannt. Scheiße. Scheiße. Das war so dumm, dieser Fehler. Das war... Oh, lol! Alter, mein Verteidiger. Boah, jetzt ist mal Platz für unseren Müller hier, den 89er. Warum auch immer Guardiola den gestern nicht von Anfang an gebracht hat. Es gibt Freistoß. Bin ich einfach mal umgehauen. Komm schon, Bale. Mit der Flanke, die ist nicht schlecht. Griezmann ist kein Kopfballungeheuer. Okay, das ist ein Innenverteidiger. Jetzt vielleicht mit Thiago auf rechts gelegt. Und was für ein Tor von Thiago, Alter. Wie er den da in den Winkel reinwichst. Junge. Holy shit, was für ein Treffer. Gucken wir uns nochmal an. Kann man mal machen, ey. Wow. Ich habe wie lange geführt? 2 Minuten lang und dann so eine behinderte Ecke. Nice. Ach, Mann. Scheiße. Oh, guter Ball von Götze auf Griezmann. Komm schon. In der Mitte ist Ronaldo. Die Striker-Version. Kopfball funktioniert nicht. Müller mit dem Nachschuss und dann steht es auch schon 2:1. Thomas Müller, Junge. Nice, Alter. 2:1. Komm schon, Junge. Ronaldo mit dem CR7-Anlauf und dem perfekten Freistoß, Junge. So muss das sein. 3:1. Wir ziehen den Gegner hier einfach richtig ab. Jeder Torschungs ist einfach ein Treffer. Okay, nice Deutsch, Simon. Alter, der perfekte Freistoß. Guckt es euch an. Holy shit, 3:1. Griezmann auf Müller, wenn wir die Chance jetzt auch reinmachen. Alter, es steht einfach 4:1. Jede Torchance ist ein Treffer. Was ist hier los? Der Gegner tut mir richtig leid. Was ist das? Wir machen einfach aus jeder Chance einen Treffer. Oh, lol. Oh, lol. Lol. Okay, Leno. Vielen Dank. Was war da jetzt los? Aber wir haben es irgendwie geschafft, da kein Gegentor zu bekommen. Wie auch immer. Aber wir haben wieder einen Konter. Und theoretisch müssten wir den reinmachen. Also, wenn das jetzt wirklich funktioniert, dann tut mir der Gegner so hart leid. Was jetzt wirklich funktioniert. Wenn das jetzt wirklich funktioniert. Nein, okay. Alter. Ich hab grad gerotzt, lol. Okay, der Gegner kommt nochmal dran. Den hat Leno nicht gehalten. Dem Gegner gehört hier einfach die zweite Halbzeit. Das muss man so sagen. Ich werde jetzt auch wechseln. Okay, Freunde, die Partie ist vorbei. Wir haben 4:2 gewonnen. Und es war lucky. Es war richtig lucky. Ich habe einfach alle meine Chancen mal reingemacht. Ja, okay, von den Schüssen war es jetzt gar nicht mal so krass. Aber der Gegner hat schon dominiert, vor allem in Halbzeit 2. Trotzdem, wir haben die Chancen genutzt vorne und hatten hinten einen überragenden Leno. Und ich würde sagen, deshalb gehen wir jetzt in die zweite Partie rein. Hat auf jeden Fall schon mal richtig Bock gemacht. Okay. Der Gegner hat ein Full-BBVA-Team bis auf De Gea im Tor. Und das Team ist relativ nice, würde ich sagen. Ronaldo und Messi Toti. Okay, Müller ist jetzt hier durch. Thomas Müller ganz hinten am zweiten Pfosten ist noch Ronaldo und der macht das 1:0. Sehr schön, 7 Minuten gespielt. Striker Ronaldo schlägt schon wieder zu, Alter. Nice, Junge. Und Müller geht einfach durch, spielt ihn dann rüber. So muss es sein. Vielleicht wird es ja diesmal ein bisschen weitergehen, sonst fliegen wir immer in der zweiten Runde raus. Oh nein, wie er da noch rankommt. Nein, nein. Oh, was für ein unnötiges Gegentor. Wie ist er da noch dran gekommen? Ich dachte, der Ball wäre am Aus. Da macht das natürlich super, wie er da den Ball nochmal zurückzieht mit Iniesta. Ach, scheiße. Fuck, okay, das war richtig gut gemacht, aber ich hätte gedacht, der Ball wäre schon locker am Aus. Griezmann, der ist gut für Thiago. Was haut der für einen Abschluss raus? Kriegen wir den Abpraller? Nee, den haut er weg. Egal, Griezmann kommt nochmal. Ah. Ich hader gerade ein bisschen mit dem Spiel, ey. Komm, Bale, geh ab. Geh, Junge, Bale. In der Mitte ist Ronaldo. Ganz hinten kommt Aubameyang. Und der macht den. 99 Pace Aubameyang, Junge. Geil. Geil. Einfach nur geil. Ball kommt von Bale im perfekten Moment. Und Aubameyang zieht dann da einfach durch, Junge. 2:1. Nice, Alter. Nein, nein. Oh Gott. Geht doch.
Nice, Alter. Zweites Spiel auch gewonnen. 2:1, so muss es sein, Freunde. Und dann sind wir auch schon im Halbfinale. Aubameyang hat sich als Einwechselspieler richtig bewährt gemacht. Ich würde sagen, let's go in die nächste Partie. Oh mein Gott, Freunde. Der Gegner hat einen 88er Draft. Richtig heftige Spieler. Pogba Toti, Iniesta Toti, Neymar in Form, Di Maria in Form und den Man of the Match, Ronaldo, den 97er, den er ja gegen Wolfsburg bekommen hat. Aber er hat nicht so viel Chemie. Von daher, ich weiß nicht, vielleicht könnte es doch noch was werden. Trotzdem, kein schlechtes Team. Wir schauen uns einfach mal rein. Wir haben den Striker Ronaldo, der bis jetzt richtig abgerissen hat. Aubameyang noch auf der Bank. Von daher, Freunde, bin ich da zuversichtlich. Oh, was eine Kombination. Müller, komm, Junge. Müller, nein, was ist der so langsam? Müller, dann ist es aber ein Foul, wollte schon sagen. Okay, die Kombination war auf jeden Fall richtig nice. Und jetzt haben wir Freistoßmöglichkeit mit Gareth Bale. Komm, Junge, Bale. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Das war nicht gut. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wow. Das ist ein behindertes Gegentor. Alter. Ach, er kriegt immer irgendwie noch einen Fuß dazwischen, ey. Mann, das ist so ein komisches Spiel gerade. Komm jetzt, Müller durch die Gasse. Links läuft Griezmann. Jetzt muss nur noch einer in die Mitte. Griezmann da hinten. Komm, Thiago. Und so ein schlechter Kopfball. Ronaldo, perfekter Ball für Müller. Nein. Oh lol, was ist da passiert? Müller? Müller, komm. What the fuck? Was ist das für ein Spiel? Ja, da ist Platz für Aubameyang. Und jetzt links, Ronaldo, komm schon. Hinten läuft Bale, in der Mitte ist Aubameyang. Nein, was ist das für eine Flanke? Oh Gott, kommt da nicht mit dem Kopf hin. Na, das ist so ein behindertes Spiel gerade, das ist so bitter. Komm jetzt, Bale, über rechts. Bale auf, was ist das für ein Pass? Was ist das für ein Pass? Das ist bitter, das ist richtig bitter. Oh, was ein dummer Fehler. Warum stelle ich da einen auf der Linie, wenn er da so steht? Das war ja richtig dumm von mir, Alter. Ja. Jetzt ist vorbei. Jetzt kriege ich auch noch ein Freistoßtor. Scheiße, Mann. Das Spiel ist so bitter jetzt gerade. Das ist... Ach, Mann. Ey, ich habe so gut gespielt wieder. Bei mir ist einfach der Ball nicht reingegangen und er macht einfach seine Chancen rein, ey. Das ist einfach behindert. Freunde, die Partie ist vorbei. Wir haben 3-0 verloren. Richtig bitter hier im Halbfinale. Ich war eigentlich relativ gut im Spiel, wie ich finde. Aber ich habe einfach meine Chancen nicht reingemacht. Richtig, richtig ärgerlich. Ihr habt es ja auch gesehen. Ich denke mal, trotzdem war das relativ gut. Ich finde, ich habe mich heute ganz gut geschlagen. Im Vergleich zu sonst sind wir auch mal ins Halbfinale gekommen. Schauen uns jetzt hier nochmal unsere Packs an. Wir kriegen 7,5er und ein 25k-Pack müsste das, glaube ich, sein. Schauen wir in 7,5er rein. Envia. Und Risse, der kein Inform bekommen hat, obwohl der so ein geiles Tor gemacht hat. Richtig schade. Bochum-Trikot noch. Okay, sehr nice. Das nehme ich auch mal mit. Habe ich zwar schon, aber das geht dann auf die Transferliste. Und jetzt haben wir noch unser 25k-Pack mit David Alaba. Komm, Junge, bring uns mal was Geiles. Innenverteidiger. Und das ist DD. Okay. Dann haben wir noch Imbula, Traoré. Aber das bringt uns alles nicht wirklich viel. Ich nehme die Verträge mal mit. Und die Chemistry Styles, die kann man ja immer gebrauchen. Ansonsten, Freunde, war's das. Ich bin jetzt raus. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.